Kabajaloe zurück in Kirgisistan. Heute geht's um meinen Hintergrund, den zweitgrößten Bergsee der Welt. Schon gespannt? Wenn ja, los geht's! Besonders die Südflanke des Issyk-Kul-Sees, der Perle des Tian Shan, ist geprägt von einmaligen Landschaftskulissen, wie etwa hier in Jeti Egüs, einem imposanten rotfelsigen Naturmonument, das seinesgleichen sucht. Oder das von uns angesteuerte Skaska, ein riesiges Labyrinth aus malerischen, in allen Rot-, Gelb- und Orangetönen erstrahlenden und über Äonen von der Natur gezauberten Lehmfelsen, die in jedem Fall ein spektakuläres Fotomotiv bieten. Von Wind und Wetter an das Südufer des großen Sees gemalt, entführt die Märchenschlucht in ganz andere Welten und ist ein Muss für einen jeden Kirgisistan-Reisenden. Landschaftlich in jedem Fall das Einzigartigste, was wir bisher auf dieser Reise zu Gesicht bekommen haben. In den wunderschönen Winkeln und Nischen kann man sich regelrecht verlieren, so auch in den nahegelegenen Mars Canyons, einem ähnlichen Phänomen der Naturschönheiten. Also diese gesamte Südflanke des Issyk-Kul-Sees ist eigentlich nur ein einziges Naturphänomen. Man kann sich überhaupt nicht an diesen unglaublich kunstvollen Landschaftsformationen satt sehen. Landschaftswunder wie hier am Toktogul-See gibt es viele in Kirgisistan. Auch der Konotschek Canyon ist völlig einzigartig und sehenswert. Doch am südlichen Issyk-Kul sind diese einmaligen Kulissen zuhauf vertreten. Um unsere Reise entlang der Küste des Sees zu komplettieren, erreichen wir schließlich den Ort Karakol am Ostende des Issyk-Kul. Ein wirklich nettes und besuchenswertes Städtchen, das uns als heutiges Etappenziel dient. So neigt sich dann auch die heutige Episode mal wieder ihrem Ende entgegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin aber erstmal, macht's gut, bleibt gesund, do svedanja.